Hallihallo und willkommen bei Resident Evil Remaster. Und wir sind wieder hier, wo wir auf Part 3 aufgehört haben. Also im vorigen Part habe ich mich richtig erschrocken, wenn ihr das gesehen habt. Ich hoffe, ihr habt das gesehen. Also das war richtig geil. Habe ich mich richtig erschrocken und ja, wir suchen nur hier nach einem Speicherpunkt. Safe House sozusagen, wo wir speichern können. Weil ich habe noch nicht gespeichert. Also ehrlich, Jungs, ich habe noch 7 Schuss, weil ich will die 45 Munition noch nicht abballern, weil die werde ich bestimmt noch brauchen. Ja, mal schauen, was mich hier jetzt erwartet. Auf geht's. Lass sie. Bitte. Nein! Oh, Junge, Alter! Verdammter Hurensohn! Verschwinde, du Spastenkind, Alter! Oh, Alter! Ah! Gerade mal habe ich gesagt, ich habe mich vor dem Bad erschreckt und passiert es wieder. Alter, komm, hör auf! Bitte, Alter, bitte! Ich lach mich selber kaputt, ey. Ich hab das Spiel so viel mal gezockt und trotzdem erschrecke ich mich. Alter, was ist los mit mir, ey? Egal, ich hab 80% vergessen, was hier passiert. In einem Buchstaben steht geschrieben, der Schänder des verfluchten Sarges. Okay. Schauen wir mal meine Gesundheit. Oh, Warnung, nein, ja. Die Tür ist verschlossen. Okay. Umsonst wieder... 4 Schuss abgeballert, ey. Das. Ah, nein, Mann, ey. Scheiß Goethe, Alter. Ich scheiß dir auf den Kopf, Alter. Hier, auf den Kopf, Junge. Scheiß Goethe, Alter. Junge, 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 was ist hier alles passiert? Jetzt hier schnell. Hier sind Zombies. Nein, 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 verschwinde! Jawohl. Spastenkind, Alter. Oh, Junge, ey. Oh, Junge. Hier ist auch ein Zombie. Hier ist eine Tür. Ich glaube, in der Tür unten ist das Safehouse. Oh nein, oh nein, oh nein! Verschwinde von mir! Jawohl, jawohl, speib dich an, du Hurenspasti, Alter! Das war jetzt ein Fail. Das war jetzt der komplette Fail, Alter. Ich hab so Glück gehabt, Jungs. Ich hab so Glück gehabt. Gott sei Dank, das Safe House. Ah, oh, Zubehör liegt in einer Laterne. Das warme Licht, entspannen Sie sich. Ja, ich entspanne mich, Junge. Bei der Musik entspanne ich mich immer, ey. Was haben wir denn hier? Treibstoffkanister mitnehmen? Natürlich. Eine alte Kiste in der Laterne steht herum. Ein Papier. Sonderanweisung zur Entsorgung von Leichen. Wir haben neue Informationen bezüglich dieser Wesen. Sie scheinen tot, doch sie können wieder zum Leben erwachen. Es gibt jedoch Methoden, um eine erneute Aktivität zu unterbinden. Derzeit sind 2 Verfahren bekannt. Die eine Wiederbelebung verhindert. Einäscherung, Vernichtung des Kopfes. Okay. Falls weitere Methoden entdeckt werden sollten, werden sie umgehend benachrichtigt. Bis dahin wurde für alle, die noch nicht jegliche Lebenswillen verloren haben, Öl im Erdgeschoss des Hauses gelagert. Nehmen Sie so viel Sie brauchen. Sie benötigen etwas, um es zu entzünden. Das müssen Sie selbst finden. Ja, natürlich weiß ich, dass man den Kopf abballern soll oder verbrennen soll. Das weiß ich. Das weiß ich. Erste-Hilfe-Spray, also Munition hier rein, Messer hier rein. Schlüssel, Hausschlüssel. Vielleicht braucht man den Hausschlüssel noch. Treibstoffkanister. Warte mal, ich schaue mir das mal an. Es ist noch Kerosin da. Kanister auffüllen? Ja. Ich habe Ihren Kanister mit Kerosin aufgefüllt. Okay.
viel habe ich jetzt? Zwei. Also ich kann zwei Zombies einäschern jetzt, okay. Alten Schlüssel mitnehmen, natürlich. Wenn ich eine Fahrband hätte, könnte ich mein Fahrzeug speichern. Ah, okay. Entschuldigung, Jungs, das ist jetzt alles Zeitverschwendung, aber ich muss das jetzt speichern, ich muss das jetzt machen. Und ich werde mich jetzt heilen. Und ich werde das jetzt speichern. Ja. Alter, Jungs, Mädels, tut mir leid, Alter, ich habe mich so erschrocken. Das ist unglaublich. Scheiß Köter, Alter. Deshalb lege ich mir keinen Köter zu, Alter. Deshalb lege ich mir keinen Köter zu. Weil das einfach ein... Also an alle euch, die einen Hund haben. Sorry, aber... Wenn ich jetzt Köter sage, aber... Ich hab mich erschrocken, Junge. Was soll ich mit den Schlüsseln? Treibstoffkanister. Ja, ich versuch's mal mit dem Treibstoffkanister. Okay, gespeichert habe ich ja. Auf geht's. Soll ich jetzt hier durchkommen, Alter? Jawohl. Headshot. So gehört. Oh nein. Die Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol ist eingelöst. So liebe ich dich, Chris, Alter. Ein Schuss, Alter. Und das war's, Alter. Endlich mal kann er zielen hier, Alter. Junge, Junge. Es ist mir wieder zu ruhig, Jungs. Der finstere Wald scheint endlos. Hier scheint es keine Häuser zu geben. Das ist mir auch aufgefallen, Alter. Ich hasse sowas Ruhiges. Ein leerer Kamin. Was? Ein leerer Kamin. Kann ich das entzünden? Natürlich kann ich das entzünden. Die eingeritzten Striche im Relief glühen in der Hitze rot. Okay. Was? Ah. Okay. Und was bringt mir das jetzt, Alter? Es bringt mir überhaupt nichts. Ja, jetzt ist wahrscheinlich dieses hier. Naja, jetzt bringt mir jetzt überhaupt nichts. Das ist für ein Kamin jetzt. Die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol. Okay. Ich hasse den Scheiß Donner, Alter, ehrlich. Habe ich Platz? Nee, ich nehme die Pflanze mal nicht mit. Soll die Pflanze hier sein? Ich werde mal laufen, damit mich die Zombies hier... Ah, okay. Hurensohn. Nein. Fast bestimmt, Alter. Lauf hinter... Alter. Wie viel Schuss braucht der denn? Ist er tot? Er ist tot. Oh nein, Mann. Seht ihr, wie viel Schuss ich brauche? Seht ihr das, Alter? Stirb, du Spastenkind, Alter. Scheiß Zombie-Rendiger, Alter. Verbrenne, du scheiß Jude, Alter. Entschuldigung, Jungs, wenn ich jetzt Jude gesagt habe. Ich habe nichts gegen Juden, also es tut mir leid, wenn das hier im Gameplay nicht passt. Es ist... In der Hitze des Gefechts sagt man einfach solche Sachen. Entschuldigung. Was ist... Wieso... Ah, diese Tür ist kein Griff. Sie können nicht durch. Sie haben die Tür aufgeschlossen. Es tut mir leid, nochmal, Jungs, wegen der Judensache. Also, ich habe nichts gegen Juden. Also, auf geht's weiter. Wir sind im Überlebenshorror. Da sagt man solche Sachen. Also... Nein, Mann. Was ist das denn? Wie viele Zombies sind da noch?
Ich hasse das. Ich hab nur. Wieso habe ich kein Magazin mitgenommen? Ich Idiot, Junge. Es ist mir wieder zurück. Eine altmodische Grammophon, die Schallplatte ist Jupiter. Aha. Ein offenes Tagebuch. Die Seiten sind leer. Okay. Ein offen. Warte, warte. Hier kann man doch dieses Heft hier nehmen. Ja. Botanik, Verwendung medizinischer Kräuter. Okay. Es ist allgemein bekannt, dass viele Pflanzen Heilkräfte zu geben werden. Sie heilen Menschen oder Krankheiten mit verschiedenen Pflanzen. Okay. In diesem Buch untersuchen wir drei Kräuter, die auf jedes Kraut weist eine was? Unverwechselbare Farbe auf und zeichnet sich durch ein eigenes medizinisches Nutzen aus. Das grüne Kraut stellt körperliche Kraft wieder her, das blaue Kraut neutralisiert natürliche Giftstoffe, das rote Kraut allein hat keine Wirkung. Wird es jedoch dem grünen oder roten Kraut beigemischt, so verstärkt es deren Wirkung. Natürlich, das kenne ich. Ich kenne mich doch aus mit Kräutern, ne? Ich war Biologe hier, Junge. Was haben wir denn hier? Oh, Magazin. Das nehmen wir mit. Das werden wir brauchen. Wir haben doch noch 6 Schuss. Was ist das? Hundepfeife mitnehmen. Nein, wir nehmen das nicht mit, weil wir haben noch einen Platz. Vielleicht haben wir Hundepfeife. Ich habe genug von Hunden, ey. Was soll ich mit einer Hundepfeife, Alter? Wenn das Crackpfeife wäre, wäre schon okay, aber Hundepfeife nicht, ey. Crackpfeife, Alter. Ah, okay. Jetzt verstehe ich hier, was hier los ist. Okay, das war jetzt gut, weil wir haben jetzt sind wir wieder den Zombie weg. Hier steht er wieder. Was ist das? Holz? Was? Holz? Was ist das denn, Alter? Habe ich richtig gelesen, Alter? Ich glaube nicht, Alter. Nein, nein! Die Tür ist verschlossen. Eine Lösungsmühle ist in das Schloss eingraviert. Fick dich, du Spastenkind, Alter! Scheiß Zombies, ey. Was ist denn hier los gewesen, Alter? Alles zerkratzt hier, Alter. Gehen wir mal hier rein. Die Tür ist. Rüstungssymbol, okay. Gehen wir aber weiter. Hier ist nichts Nutzvolles. Okay, wir sind wieder im Hauptraum. Das passt eigentlich, dass wir wieder im Hauptraum sind, weil das war's wieder mal. Wir haben wieder mal 13 Minuten aufgenommen. Auf der PlayStation 4 kann ich leider nur 15 Minuten aufnehmen. Von daher ist es wieder zu Ende. Ich danke euch mal fürs Reinschauen. Und ich hoffe mal, wir sehen uns in Part 5. Oder das ist Part 4 jetzt. Part 5. Ja, Part 4. Wir sehen uns in Part 5 wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tut mir leid wieder wegen den Aussetzern, die ich hatte, wegen den Beschimpfungen hier und alles. Ich hoffe. Ja, ich hoffe. Wir sehen uns halt in Part 5, ne? Wie immer. Hoffe ich mal. Schreibt mir bei Kommentaren, was ich besser machen kann, was ich falsch gemacht habe oder was ich machen soll. Abonniert mich, wenn euch das gefallen hat oder keine Ahnung. Glaubt mir, es tut mir leid, wenn ich Aussätze habe. Es ist schon 3 Uhr in der Nacht und ich bin müde, Jungs. Mädels. Von daher reingehauen und ich hoffe mal wieder zum 4. Mal. Stars erwischt euch nicht.